Jakutien ist natürlich ein sehr interessantes Gebiet für uns an der Universität Hohenheim, weil natürlich ein Schwerpunkt unserer Universität der Klimawandel und dessen Folgen ist. Und wir finden hier in Jakutien wirklich eine Region, wo eben der Klimawandel schon sehr, sehr stark fortgeschritten ist. Und bei dem letzten Besuch in Jakutien und bei meinem ersten Besuch war es doch sehr beeindruckend, welche Folgen dort schon zu sehen sind. Und wir haben hier eben dann die Möglichkeiten, wirklich Auswirkungen dieses Klimawandels sowohl auf Mensch als auch auf Tier, als auch Pflanzen, aber auch auf die Gesellschaft und sogar auf die Mikroorganismen und damit auch auf die sogenannte One Health zu untersuchen. Und deshalb freut es mich und möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken, dass wir hier ausgezeichnet wurden.